Steidl beim Weihnachtsmarkt auf dem Hauptplatz in Bruck an der Mur hat ein junges Ehepaar auf tragische Weise ihren knapp zweijährigen Yorkshire Terrier verloren. Getötet durch die Bisse eines anderen Hundes. Obwohl beide Hunde angeleint waren, konnte sich einer der beiden losreißen und den anderen attackieren. Der verletzte Hund wurde von der Besitzerin sofort zum Tierarzt gebracht. Der konnte den Hund aber nicht mehr retten. Und jetzt stellt sich natürlich für uns die Frage, haben Hunde überhaupt etwas auf einem Adventmarkt verloren? Hundetrainer Andreas Gomsi sagt eindeutig nein. Es ist dort meistens sehr laut, es sind viele Menschen in sehr engen Raum zusammen. Es wird auch nicht wirklich Rücksicht genommen oder damit gerechnet, dass hier jetzt unter dem einen oder anderen Stehtisch auch ein Hund liegen könnte. Natürlich auch, wie es sich traditionell dazugehört, wird Alkohol konsumiert, was vielleicht die Sinneswahrnehmung des Menschen oft auch ein bisschen verschiebt. Und man darf natürlich dann nicht vergessen, dass diese vielen Eindrücke und Reize auch für unsere Haushunde Stress bedeuten. Und dass hier natürlich dann auch Zwischenfälle vorprogrammiert sein können, liegt auf der Hand. Ganz da es sich bei diesem besagten Unfall am Freitag in Bruck beim angreifenden Hund um einen sogenannten Listenhund handelte, fordern jetzt manche ein Hundeverbot am Adventmarkt, zumindest für bestimmte Rassen. Ich würde in dieser Frage auch keine einzelnen Rassen stigmatisieren, um zu verbieten, dass diese Rasse auf einen Adventmarkt gehen darf und jene nicht. Ich finde hier, dass allgemein der Hausverstand eben sagen sollte, dass ein Hund auf solchen Orten oder auf solchen Menschenansammlungen einfach nichts verloren hat. Hundetrainer Andreas Gomsi befürwortet auch keine Maulkorbpflicht, aber in manchen Situationen und unter bestimmten Umständen macht der Maulkorb doch Sinn. Sollte es nun doch notwendig sein, den Hund auf den Adventmarkt mitzunehmen, finde ich es auch in der Verantwortung des Hundehalters, sofern der Maulkorb dem Hund vorab vernünftig antrainiert und gezeigt worden ist, dass dieser einen auf dem Adventmarkt angezogen bekommt. Natürlich auch allein darum, weil es in sehr vielen Situationen, wo der Hund diesen starken Stress oder auch Umweltreizen ausgesetzt ist, zu nicht vorhersehbaren Handlungen oder auch Unfällen kommen könnte. Radio Steiermark.